Ja, Wolf, wir hören es im Hintergrund. Die Fanclub ist schon wieder da, sie lassen dich nicht mehr in Ruhe. Wie war es seit dem Sonntag? Sie sind die ganze Zeit dir eigentlich so auf der Pelle gehockt. Ja, sie die ganze Woche sie sind bei mir und haben mich motiviert. Ja, ja, genau. Dort ist noch am Giesigland, er ist auch noch dort und meine Familie. Nein, ist natürlich schön. Ich glaube, für mich gibt es nichts Schöneres, als so aufzuhören, irgendwann. Aber eben, wir haben es gesagt, also unverhofft kommen wir jetzt hier nochmal zum Interview. Irgendwie, es nimmt kein Ende. Wie lange bleibst du noch? Ja, ich habe mir vorhin gesagt, in den Interviews, mir kommt es langsam so vor wie beim Film «Täglich grüßes Murmeltier». Jeden Morgen stehe ich auf, denke, ich habe Ferien und dann plötzlich stehe ich wieder im Go. Aber natürlich im positiven Sinn. Ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als nochmal dürfen den Vertrag um gute 2 Wochen zu verlängern. Und natürlich auf ein Finale freue ich mich natürlich auch sehr. Eben, also die Partie, das war nochmal so ein richtiges Highlight gewesen. Irgendwie hat man es nochmal spannend gemacht. Der FC Sion eigentlich ja relativ früh schon, noch in der ersten Halbzeit, einen weniger. Trotzdem bekommt man noch das Gegengol. Wie hast du es erlebt? Ja, der Fasi hat ihn nicht gemacht mit links. Er hat so einen guten Linken, aber nein. 2-3 Mal weggerutscht, wir haben es gesagt, genau, die falschen genau. Schuhe angehabt. Ja, er hat mit den Turnschuhen gespielt, haben wir gemerkt. Nein, er macht nicht im Finale, das ist wichtiger. Nein, ich glaube, man hat sicher gemerkt, beide Mannschaften waren sehr müde gewesen. Bei uns hat man es vor allem gemerkt bei den Abschlüssen, dass in den letzten 30 Metern die letzte Konzentration konsequent ein bisschen gefehlt hat. Aber ich glaube, wir haben Charakter bewiesen, dass wir nach dem Gegengoal genau gleich, wenn wir wieder nach vorne gespielt haben, nicht irgendwie, dass das uns verunsichert hat. Und schlussendlich sind wir sicher sehr verdient im Finale gekommen. Das ist vielleicht auch genau das, was man einfach auszeichnet. Dass man dann nach dem 1-1, der wirklich blöd reingeht, bei dieser Bruthitze dann doch noch 2 Töpfe schießt. Ja, das ist ja so. Ich glaube, das zeigt auch den Charakter und die Qualität der Spieler, dass man schlussendlich wieder nach vorne spielt und dann 2-1 schießen will, anstatt irgendwie auch zu sagen, was ist jetzt? Und da muss ich den Jungs wieder mal ein Kompliment machen. Die 2 Goal, die schon am Ende matchentscheidend waren, die beiden Torschützen, ein Riesenjubel. Beide hochverdient, der eine schafft es immer gegen Sio scheinbar und auch für Felix Mbimbi natürlich einfach eine Riesenerleichterung. Ja, logisch. Ich glaube, der Kiki der hat sonst immer echte Probleme vor dem Goal, aber ich glaube, er ist für die wichtigen Goal ist er auf dem Platz und da sind wir natürlich froh. Jetzt, du hast gesagt, du weißt noch nicht so recht, wie du deine Ferien sollst planen, weil du nicht weißt, wie du eigentlich Ferien hast. Es geht immer ein bisschen weiter. Sicher 7 Tage sind, ich glaube, gegeben. Genau. Wie sieht die aus? Wie fährst du jetzt ab? Ja, meine Kinder fahren wieder mit der Schule an. Und von dem her werde ich sicher auch ein bisschen zu Hause auch ein bisschen geniessen. Der Kiki hat gesagt, einfach chillen, chillen. Ja, genau, es geht in die Richtung, das ist es so. Also eine gute Erholung und wer weiß, vielleicht sehen wir uns schon gleich wieder. In dem Sinne, Marco, eben schon hinkommt. Gratulation. Danke. Tschüss zusammen, schön. Ja, Kiki, es war bis zur letzten Minute sehr, sehr spannend. Warum musstet ihr nochmal das 1-1 bekommen und nochmal so spannend machen? Ja, es war ein ziemlich schwieriges Spiel wegen der Hitze. Und Sio war zu 10 hinten zugemacht und wir haben es zum Schluss, zum Glück, geschafft, noch 2 Tore zu machen. Sio scheint dein Gegner zu sein, der dir liegt. Bereits das Meisterschaftstor hast du erzielen können. Wieso gerade Sio? Ich weiß nicht, ich probiere nur für die Mannschaft zu arbeiten und dann gelingt es einfach, kommt Glück und ja, ich hoffe, dass es so weitergeht. Dann das Tor von Felix Mbimbi ist noch das Sahnehäubchen am Schluss. Auch gut für ihn, dass er noch getroffen hat. Ja, das ist gut für Vertrauen für ihn und er hat sein Stück für die Mannschaft auch gebracht und ja, ich hoffe, dass auch für ihn so weitergeht. Jetzt stehen kurz mal die Ferien an, ganz kurz. Es geht schon bald wieder los, morgen Champions League Auslosung. Was hast du vor in deinen Ferien? Familie. Familie? Ja, schon 8 Monate habe ich Familie nicht gesehen und es fehlt mir viel und ja, ich hoffe, dass ich die eine Woche genieße und wieder frisch zurück bin. Kannst du dich in dieser kurzen Zeit herunterfahren und den Körper erholen? Was braucht es dazu? Einfach chillen, Fußball ein bisschen vergessen und mit Familie profitieren oder Freunde, ja. Einfach chill, Ferien. Perfekt, ich wünsche dir ganz gute Erholung, schöne Ferien und vielen, vielen Dank. Hopp, Ibe. Ciao, Kiki.